So, wir machen. Ups, Moment. Genug geflirtet. Genug geflirtet, genau. Jetzt, ja, jetzt geht's wieder an den Ernst des Lebens. Mhm. Hab leider keinen hier, der Ernst heißt, aber. Also auf jeden Fall, es geht weiter mit unserem Speicherstand. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, es geht tatsächlich weiter. Obwohl wir dieses Rätsel eigentlich nicht hätten lösen können in der Originalfassung. Aber auch wenn man aufkippt, kommt man weiter. Auch wenn man aufkippt, kommt man weiter. Ah ja, hast du das jetzt eigentlich so gemacht, dass ich jetzt das Rätsel lösen kann? Hehe. Nein, noch nicht. Warte oder? Mal. Also, es scheint, als wäre der verschwundene Rex, bla bla bla. Okay. Und, so, und jetzt versuch doch mal das Rätsel zu machen. Ich könnte ja mal dabei auf die andere Aufnahme stellen. Ich habe jetzt leider keine einzelne für dich nur, aber also... Alles gut, brauchst du auch nicht. Ich kann ja mal gucken, ob ich vielleicht währenddessen irgendwas zeichnen kann. Vielleicht gibt es hier eine Notizfunktion. Ja, was soll ich denn? So. Wind eingeben oder... Ja, oder? Nee, und zwar, also das Wort ist das japanische Wort... Kuuki. Also Kuuki sozusagen. Kennst du nicht diese Cornflakes? Ja, Kuuki, ja. Ja, Kuuki Chris. Ja, und ich zeichne dir vor, wie Kuuki auszusehen hat. Okay. Also das letzte fange ich mal an. Ich kann mich glaube ich sogar noch erinnern. Ungefähr so sieht ein Ki aus. Ja, das muss halt nur. Fang mal mit den Strichen an und dann. Ach. Ja, das ist es. Gut, dann. Da konnte ich mich noch erinnern. U sieht ungefähr so aus. Ja, nee, das ist es nicht. Also, ich glaube, der. Ja, genau, das muss kleiner. Nee, ja. Genau so. Oh, warte mal, als du den Strich gemacht hast, war es richtig. Nee. Ah, oder war es andersrum? Moment, genau, das kann auch sein, dass du den. Nee, ich glaube, du musst ich habe da was falsch gemacht selber. So? Genau, das ist es nämlich. Ja, und das Q ist einfach bloß hier so ein kleiner als Zeichen. Und jetzt gib mal als Antwort ein. Okay. Nice, ne? So, übrigens, das wird jetzt nicht gezählt, ne? Außerdem, wir haben ja noch zwei andere Rätsel. Ja, aber wir hatten das ja schon gezählt, dass ich das richtig habe. Weil ich die Lösung wusste. Ja, stimmt. Also das ist schon gezählt. Also nicht, dass jemand jetzt hier. Ja, noch... ja. Also niemand. Und keine Punkte dazu mogeln. Vorsicht, wenn das Kira sieht. Oder nee. War doch Kira. Ja. Doch. So, okay. Und dann gehen wir mal zu anderen Rätseln, die wir ja auch noch nicht gelöst haben. Was? Wir hatten noch andere Rätsel, die wir noch nicht hatten. Okay. Und zwar zwei andere an der Zahl. Wo? Da gehen wir einmal hier in diese große Halle hier drin. Große Eingangshalle. Genau. Da war doch dieses Clown-Rätsel. Mhm. Was ist jetzt die Antwort? Moment. Das war hier in dem Bild, oder? Genau. Weißt du jetzt die Antwort? Ja. Hast du kannst sie ja herausgefunden selber? Ja. Aber wenn du den Punkt haben möchtest, kannst du vielleicht... Es geht tatsächlich auch im Deutschen. Nee, ich muss den Punkt nicht haben, wenn du ihn auch nicht kriegst. Alles klar, okay. Okay, dann gehen wir mal in dieses... Bei dir kann man ja nicht nachweisen, dass du es selber herausgefunden hast. Richtig. Nee, alles klar, auf jeden Fall. Aber wenn du ihn jetzt raus... Also ich meine, bei mir kann man es nicht rausfinden, aber an sich, wenn du es jetzt von dir aus selber rausfindest, kannst du es gerne... Auch wenn ich drei Tipps benutze. Nö, lieber ohne. Wenn ich einen Tipp benutze? Dann geht's auf jeden Fall. Dann würdest du ihn auf jeden Fall noch kriegen. Okay, ich nehme mal einen Tipp. Dann nimm ihn mal. Warte mal. Schau auf dieses Bild und nur auf dieses Bild. Man soll wirklich nur auf das Bild schauen? Ja. Okay. Den Rahmen auch? Oder nur auf das Bild. Nur auf das Bild. Konzentrier dich auch nicht auf den Clown. Schau einfach nur. Okay. Irgendwann siehst du schlagartig etwas völlig anderes. Und er hatte recht, was könnte nur der Grund dafür sein? Vor allem, achte auf die Fragestellung, was könnte der Grund dafür sein? Es ist nicht, was sieht man anderes, sondern was könnte der Grund dafür sein? Optische Täuschung? Nee. Guck doch einfach die ganze Zeit darauf und überlege, ob du vielleicht irgendwann oder... Also der eine Apfel sieht irgendwie komisch aus.
Und die Farbe ist Dreidimensionalität? Nein. Was könnte nur der Grund dafür sein? Irgendetwas siehst du schlagartig anders. Ich habe den Grund gerade gesehen. Aber es kommt ja nichts ins Bild. Nein. Den Grund sieht man immer. Grund schon wieder gesehen. Den Grund sieht man immer, oder? Den Grund sieht man eigentlich selbst ab und zu. Also. Ich nehme den ersten Tipp. Okay. Ja, wow! Okay, du darfst den zweiten auch noch. Das Bild selbst verändert sich nicht. Ja, wow, ja. Das ist alles, was du kriegen darfst. Mehr ist es nicht. Warte mal. Nee, Blick hat nicht genug Buchstaben. Du wirst schlagartig was anderes sehen, ja. Und das sogar hast du jetzt schon mehrmals. Blinzeln. Richtig? Ja. Kriege ich den Punkt? Ja. Okay. Ich hab vor allem in die Kamera so schön immer so gemacht. Wow. So, jetzt müssen wir aber rausfinden, wie können wir das eintragen in 4 Silben. Und da gibt es so ein schönes Wort. Ja, genau. Also das ist das erste. Das ist ein Ma. Nee, hier unten so ein... Genau, das ist gut. Dann, ach Quatsch, oder? Ja, doch, nee, das könnte sogar... Oder ich bin mir nicht sicher. Ich werde lieber mal in die, in einen Katakana, Hiragana. Diesmal sind es Hiragana übrigens. Mhm. Das erkennt man meistens daran, also... Dass die viel geschwungener sind? Genau, als Katakana. So, und zwar suche ich das... Na, komm schon! Das gibt's doch nicht. Dann gehe ich nochmal hier rauf. Bild ansehen. Bild ansehen? Hier. Okay. So, wir brauchen ein H erstmal. Und zwar ist das... hier ist das H. Ein Ball, das ist ein Berg. Warte mal. Ah, hier ist das H. Und das müssen wir zeichnen. Oh, dann habe ich meins falsch gemacht. Dann ist das wahrscheinlich ein... Das Haar war was? Das die Meerjungfrau, oder? Nee, der... Das, wo mein Mauszeiger drunter ist. Okay. Nee, das... Also, über meinem Mauszeiger das. Ja, ja. So. Das hat auch so einen komischen Schwung drin. Da, hab's. Okay, und dann das so, was aussieht wie so ein komisches T mit einem... T-A. Oder ja, was genau. Meinst du den Sprung? Genau, was aussieht wie ein TA. Das T. Das ist interessant, das steht sogar neben, wie es ungefähr... Ja, ja. Also das T? Ja. Okay. Aber so nicht als T. Oder obwohl, mal sehen, vielleicht klappt's ja. Nein, so nicht. Okay, also und dann das so und so. Ja, ich hab's zumindest. Das ist nämlich ein Na. Oh. Nein. Wie macht man das? Ein T? Ja, und dann ein... Ja, genau. Eigentlich so, aber... Ich denke erst den... Ich hab's ihn. Ich glaube, du machst die Striche vom T falsch rum. Also in falscher Reihenfolge. Genau, und dann... Nee, du musst dann von oben nach unten dich arbeiten. Genau das und dann... Ja, genau. Okay. Und das Ki wieder, erst die beiden Striche... Das ist das, was du vorhin schon mal hattest. Die beiden Striche oben und dann dieses... Ja, genau. So, das Wort heißt Maba... Moment. Mahanaki. Da müssen wir noch was ändern. Und zwar, wir müssen hier zwei Striche bei dem... Genau, dann ist es... Dann wird's... Oh. Du hast das gerade gehabt, aber es hat sich verändert. Ich habe gedacht, zwei Striche.
Eigentlich ja, aber du hattest auch zwei Striche sogar gemacht. Nee, ich hatte einen Bob. Dir fehlt da auch eigentlich immer noch ein Strich da bei dem... Ja, aber es hat es ja immer noch anerkannt. Ja, aber dann macht es das nicht mehr, wenn du die Striche machst. So, und jetzt mach nochmal... Ah, am besten... Ich würd lieber erst... Also, normalerweise gehen die auch nach Strichreihenfolge. Also, du musst vorsichtig sein bei sowas. Erst das, dann den Strich zur Seite, dann den und jetzt die zwei... Na, jetzt... Okay, jetzt steht da Mabanaki. Okay, und dann geben wir das mal in die Antwort. Dieses Rätsel hat richtig Biss. Tada! Das war zu einfach. Weil ich es alleine herausgefunden habe und mein bei Exito das nicht, dass er das nicht geschummelt hat. Und ja, die Lösung herausgefunden hat durch Lesen. Mhm. So, und plötzlich wurde alles schwarz. Du hast geblinzelt. Wenn man seine Augen kurz schließt, wird einen Moment lang alles dunkel. Und dadurch verändert sich was. Plötzlich, schlagartig. Ja. So, wir haben aber noch eins. Maus? Maus. Wo war Maus? Maus war in einem anderen Fall, das heißt, wir müssen erst einmal... Ja, das weiß ich. ...in die Detektei. Mabanaki. Mango, Banane, Kirschsaft. Nee, warte, Nektarine? Nee, das klappt nicht. Aber Mango, Banane schmeckt tatsächlich sehr gut. Ach, stimmt, warte mal. Mango, Banane, Kirsch, stimmt. Ja. Ja, das ist ein lächerliches Rätsel. Ist ein sehr lächerliches Rätsel. So, auf jeden Fall, es geht aber noch weiter. Bei uns hier. Ja. Ich mach mal ein kleines bisschen lauter, damit man auch ein bisschen was vom Hintergrundsound... In welchem Fall war das? In dem Fall, in dem uns noch ein Rätsel fehlt, und zwar im zweiten. Also, da steht's dann auch. Ah, okay, hier. Und zwar bei... Ich weiß es nicht mehr. Ringo. Ah, okay. Mabanaki, genau. Das ist das Wort für Blinzeln im Japanischen, wie es aussieht. Ringo! Ja, da ist er auch schon. Und jetzt kann ich Mausu schreiben. Mausu. 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 Aber in Katakana. Ja, Mausu. 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 Also Maus würde man es nur aussprechen tatsächlich. War das das? Hä? War das der erste Buchstabe? Nee, das war der zweite. Ah, okay. Aber ich konnte mich erinnern, dass das irgendwie so war. Hm. Ha. Na, warte mal, ich mach erst den Strich und dann... Ja. Das ist richtig hier. So, und dann... Also an den anderen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ah, ja, das stimmt. So, so muss es dann aussehen. Und das Su, das kann ich mir sogar gar nicht... Oh, das war doch gerade richtig. Da, okay. wird als richtig anerkannt. Ja. Und das Su, das ist wie so ein komisches Z. Genau. Und das ist Mausu. 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 Tada! Wir haben's. Also, die ROM ist anscheinend... haben wir jetzt jedes Rätsel? Wir haben jetzt jedes einzelne Rätsel. Und auf jede das Hinweismünze? Das weiß ich nicht. Bis jetzt? Bestimmt. Ja. Wir haben nur noch eine Kuriosität nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die sein wird, aber... So, dann kann ich ja jetzt wieder hier zurück. Und ja, also die Rätsel sind jetzt lösbar. Bin gespannt, ob das auch bei den weiteren japanischen so sein wird. So, auf jeden Fall gehen wir wieder in unseren Fall zurück. Bin dabei.